Hallo Gartenfreunde. Wunder Monat Mai. Mai stecken mir Bohnen. Und was ist denn sonst noch der Plan für heute? Plan kommt wie immer nach der Meise. Ja gut, Bohnen kommen auf alle Fälle rein heute. Dann habe ich ja noch die restlichen Tomaten mitgebracht von zu Hause. Die werden wir mal reinhauen. Das war schon auf alle Fälle dabei. Und dann weiß ich noch nicht. Auf alle Fälle habe ich schon wieder Rasen gemäht. Wir brauchen ja Mulchmaterial. Das brauchen wir nicht zeigen. Was wir sonst noch machen? Überraschen lassen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Gut, das war's erstmal. Machen wir los. Loslegen, Gartenfreunde. Ja, Freunde. Ich habe die Bohnen in den Ohren. Zwar habe ich hier Bohnen, eigene Ernte vorigen Jahres. Allerdings alles durcheinander. Grüne und gelbe. Ja, egal. Wir werden hier immer so reinmachen. 6-7 Stück. Ui, ja, da haben wir erstmal die weißen, das sind glaube ich die gelben. 3, 4, 5, 6. Ja. Das ist dasselbe Beet, wie ich vorgesehen habe heute. Und das reicht vollkommen aus für das ganze Jahr. Würde ich. Also habe ich sogar noch welche da. Und dann machen wir auf die Seite die weißen, also die gelben. Und daneben machen wir die Grün rein. Hoffen wir mal, dass das richtig ist. 5, 6, 7, 8. Ich mache die in den Reihe, ich mache das immer so in Haufen rein. Sozusagen einen Horst heißt das. Gut, wenn wir mal weiter besticken, dann gucken wir mal das Ergebnis an, wie viel ich reingemacht habe. Ja, einmal 8 Löcher, einmal 9 Löcher. Übrigens, das ist das letzte Beet im Garten 1. Na, wir wollen da zuschauen. Und nicht allzu tief. Und die Bohnen passen wunderbar
Georgschen. Eine Ecke Georgschen. Komm, mal sehen, ob wir die Holzscheiner machen. Mal sehen, wie weit ich komme heute. Habe ich immer noch einen Haufen Saatgut da. Mal sehen, ob ich die Jungen ein unterjubeln kann hier. Gut, erste Arbeit erledigt heute. Es sieht schon wunderbar grün aus, würde ich sagen, ja. Es grünt und blüht. Rundgang kommt demnächst. So, das waren einfach die Böhnchen. Dann müssen wir noch ein bisschen eingießen. Mich eh nicht zu trocken. Sonst wird nichts. Gut, erste Arbeit erledigt. Gartenfreunde, Garten 2. Neben Gewächshaus. Machen wir erstmal ein paar Zucchinis hin. Mal gucken, wie viele Korn hier drin sind. Ich tippe mal auf 10 Stück. Gucken. 3. 6. Gut geschätzt, genau 10 Stück. Ich mache aber wieder, wie immer, 3 Korn rein. Wenn was mir aufgeht, wegen Nachstecken habe ich keine Lust. Wenn 3 herauskommen, werden 2 rausgerissen. Kann ruhig weit auseinander. Ruhig so einen knappen Meter. So weiter, umso besser. Dreimal. Einmal. So, jetzt muss ich ein neues Paket aufmachen. Hab ich gar nicht hier. Lass mal holen. Neues Paket, neue Sorte. Kontrolle, wie drin sind. Sind auf alle Fälle weniger drin. Drei, sechs, sieben Stück. Naja. Gut. Mal sehen. Genau wieder einen Meter. Man sagt so 3 bis 4 cm tief. Wem mache ich noch? Dann haben wir das eine Bett voll.
Und hinten mein letzten. Aber ich brauche noch zwei Kanzen. Und zu den abgehen. Ja. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zucchinis. Reichen mir vollkommen aus. Mache ich kein Beet mehr. Ausreichend. So. Wasser drauf und wieder was erledigt. Ja, Gartenfreunde. Garten 2. Auch Tomaten. Haben wir genauso wieder. Wie drüben, Garten 1. Fangen wir an wieder mit der Nummer 1. Sieben auch Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6 haben wir nicht mehr ausgegangen. Ja. Weiter besticken. Am Ende gucken wir wieder. Hab mich reichlich verschenkt. Könnte gerade so reichen aufs Beet hier. Ja, mal sehen. Geschafft, Gartenfreunde. Das ist Beet Nummer 4, Garten 2. Beet 3, Kartoffeln. Beet 2, haben wir Möhrchen, Salat und hier der Lauch, wie ist der? Borre. Beet 1, rote Rübe. Und Zucchinis. Na gut, man sieht immer noch nichts. Haben wir erst gemacht. Da habe ich noch 2 Beete. Da habe ich noch 3. Auf alle Fälle kommt hier ein Blumenkohl. Hier weiß ich noch nichts. Und hier drüben, am äußersten Rand, haben wir nicht Spargel rein. So. Mache ich noch was oder mache ich nicht mehr? Weiß nicht, wie viele Minuten das sind. Na, wenn ich Lust habe, mache ich noch was. Mal sehen. Auf alle Fälle muss ich erstmal hier noch Rasenschnitt drauf machen. Das muss ich erstmal ein bisschen mähen. Gut. Das war's erstmal. Wieder was geschafft. Ja, Gartenfreunde, letzte Aktion für heute. Eindeckige Gurke Eva. Ich stecke mal hier mit beiden Bohnen rein. Ich habe die Bohnen in den Ohren. Machen wir immer 3-4 Körnchen rein. Das ist ein Loch. Hier ist reichlich drin. Reichlich, reichlich.
Wenn es mal 4 oder 5 sind, ist okay, Problem. Schön verteilen. Überall, wo was hin. Nicht allzu tief. So 3 cm. Also Akku muss er laden. Der Straßenschnitt. Habe ich dann immer noch ein Paket oben? Den muss ich hier noch hinmachen. Wenn der Spinat abgeerntet ist, die Radieschen, das dauert nicht mehr lange. Das nehmen wir jetzt auch noch. Nehmen die Schwarzwurzel mal rein, Mann. Nicht mal gucken. Aber was nicht, wenn nicht wächst, aus Unkraut wächst. So, eben haben wir. Ja. Das war's für heute. War nichts mehr. Reicht zu. Gut, ja. Ich werde noch ein bisschen angießen hier. Die Böhnchen, die Gürkchen. Dann ist gut. Ja, das war's für heute. Schluss. Ja, Gartenfreunde, ich habe die Schnauze voll für heute. Komm, wie gerade das sind heute. Jetzt haben wir es schon ziemlich spät. 17 Uhr. Temperatur, wenn ich angehen würde. 27 Grad. Ja, kein Wunder. Gut. Also Garten 1 abgeschlossen. Passt nicht mehr drauf. Erstmal. Radieschen abernten, Spinat abernten. Dann ist wieder 2 Reihen Platz. Garten 2 habe ich noch 2 Beete frei. Alle Fälle Blumenkohl kommt auf alle Fälle drauf. Das andere weiß ich noch nicht. Das dritte der Spargel. Und Garten 3 haben wir noch gar nichts gemacht. Auch der Gewächshaus. Da muss ich erstmal die Wüste, die Unkrautwüste wegmachen. Und sobald die Bohnen und die Gurken raus sind und die Zucchini raus sind, gucken wir mal, dass wir da einen Gartenrundgang machen können. Also Mitte Mai rum. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Video. Bravo Ukraine. Das war's.